Kommen wir nun zum Fehler 08 bzw. Error Code 08. Dieser bedeutet Hall Sensor Error oder Hall Sensor Fehler im Inneren des Motors am Stator. Um diesen Fehler euch zu zeigen, habe ich jetzt wieder ein Setup aufgebaut, einmal den BBSAD 1000 Watt mit der 52 Volt Firmware, einen 52 Volt Akku, das DPC 18 Display samt Steuerung. Erscheint nun der Fehler 08 bzw. Error Code 08 auf eurem Display, dann handelt es sich um einen Fehler im bzw. beim Hallsensor im Inneren des Motors. Um den Hallsensorstecker zu finden, müsst ihr als erstes bei eurem Motor den Controller entfernen. Wie ihr diesen genau entfernt, findet ihr in einem anderen Video. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich habe hier schon mal den Controller abgemacht und alles angesteckt, außer den Hallsensorstecker, damit wir euch den Fehler zeigen können. Somit ist jetzt eigentlich keine Verbindung zwischen Hallsensor im Stator und Controller hergestellt und der Error Code 08 erscheint auf eurem Display. Wie ihr sehen könnt, Error Code 08, Fault with Motor Hall Sensor Inside. Dass dieser Fehler erscheint, kann nun im Grunde zwei Ursachen haben. Einerseits kann durch Oxidation der Kontakt im Stecker nicht richtig hergestellt werden und darum erscheint dieser Fehler, oder ihr habt einen fehlerhaften Stator. Wenn nun der Stecker oder die Buchse oxidiert sein sollte, dann könnt ihr das folgendermaßen probieren zu beheben. Ihr geht einfach her, nehmt den Stecker, steckt diesen an und wieder aus. Und diesen Vorgang wiederholt ihr jetzt mehrere Male, denn so könnt ihr die Oxidation beim Stecker bzw. in der Buchse wieder entfernen und es kann wieder ein Kontakt hergestellt werden. Natürlich kann es auch sein, dass sich der Stecker etwas gelöst hat. Hierfür einfach nochmal den Stecker vernünftig anstecken. Wir haben nun die Verbindung vom Controller und Stator zum Hallsensor wieder hergestellt und nun erscheint der Fehler am Display nicht mehr. Somit habt ihr dieses Problem gelöst. Habt ihr den Stecker nun mehrere Male aus- und eingesteckt und ihr habt sichergestellt, dass der Stecker vernünftig angesteckt ist und der Fehler erscheint dennoch am Display, dann kann es entweder am Stator liegen, dann müsst ihr den Stator tauschen, oder am Controller. Leider gibt es hierbei kein Ausschlussverfahren, um die fehlerhafte Komponente genau zu orten, außer man verfügt über einen zweiten Controller oder einen zweiten Stator. Gegebenenfalls könnt ihr einfach beide Komponenten bestellen und dann würden wir sozusagen erstmal nur den Controller tauschen, so wie wir es hier gemacht haben. Das heißt, noch kein Silikon hinzugefügt, einfach nur mal alles anstecken und schauen, ob der Fehler immer noch am Display erscheint. Dann könnt ihr natürlich die nicht betroffene Komponente wieder zurücksenden. Erscheint nun kein Fehlercode am Display mehr, dann habt ihr die fehlerhafte Komponente gefunden und ihr könnt den Controller bzw. dessen Stecker wieder mit Silikon abdichten und zusammenbauen. Wie schon erwähnt, den Stator könnt ihr gegebenenfalls retour senden. Wobei es empfiehlt sich vorab dies mit dem Händler zu vereinbaren, dann sollte eine Rückgabe des Stators oder Controllers kein Problem darstellen. Wenn ihr das Video informationsreich fandet, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos rund um die Reparatur und Umrüstung eures Fahrrads.